Ja, mein Name ist Michael Kirchen. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Ich bin Laura Kornhaus, ich bin Spenglermeisterin, bin für die Baumetall-Online-Redaktion zuständig. Ich bin Valentin Schnieder, Spenglerei in Elk in der Schweiz. Ich habe einfach Freude, wenn etwas einfacher und besser zu machen ist und ständig zu suchen, wie man es verbessern könnte. Michael Lieb, Inhaber der Blechnerei Gugulin in Singen. Und ja, freue mich auf einen guten Austausch und vor allem auch für einen guten Input, mal andere Betriebe kennenzulernen, wie die arbeiten, wie weit die sind in der Digitalisierung und was man so mitnehmen kann für den eigenen Betrieb. Ich möchte euch dabei aber auch jetzt schon in Angst vor dem Digitalisierungsmonster ein bisschen nehmen. Digitalisierung im Handwerk, die Grundvoraussetzung. Es ist mir sehr, sehr wichtig, das zu sagen. Johannes Brenner. Aus Tannhause, Spey-Elwanger. Mit digitalen Prozessen werden einige Sachen sichtbar, die man sonst vielleicht im Büro verdecken kann. Muss man sie verdecken? Weiß ich nicht. Da muss man selbst wissen. Nicht jeder wird so digitalisieren wie mir. Ich sage es, bei uns hat jeder Mitarbeiter, könnt ihr gerne heute nachher, wenn die kommen, fragen, Zugang zu allen Geschäftspapieren. Die Baumetall lese ich immer gerne, wenn sie kommen, weil sie mir ein Bild verschafft, was neben meinem eigenen Betrieb so in der Spenglerbranche läuft. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was Spengler in Europa umsetzen. Warum bin ich heute hier hingekommen? Weil ich der Meinung bin, dass so Erfahrungsaustausche oder eben hier jetzt einmal die Firmenbesichtigung von Michaels Werkstatt sehr interessant sind. Ich kann jedes Mal eigentlich gute Inputs mit nach Hause nehmen, die ich dann selber umsetze und die mich einen Schritt weiterbringen. Ich bin der Engel Matthias, Spenglermeister auch, zweite Generation. Ich bin maschinenaffin, setze mich da auch relativ viel auseinander und ja, bin, was das angeht, auch leidensfähig. Familie Kutzendorfer, so immer, ohne Frau heute, sind ein Metallbauspenglereibetrieb in der sechsten Generation. Die Grundidee war hier, dass es einen Materialmix geben muss, es soll eine Streckmetallfassade geben, die habe ich dann umgedreht. Also das kann man als Handwerker, man hat wirklich die Möglichkeit, das zu machen, was man will. Erstmal vielen Dank an den Michael, dass man kommen durfte, war wirklich eine klasse Veranstaltung. Ich glaube, da konnte jeder was mitnehmen von der Veranstaltung, sprich, sei es das papierlose Büro, maschinenmäßig, wie man was organisieren kann. Und klasse war auch der Austausch mit allen anderen. Also, wirklich toll. Jeden Tag.